Damit willkommen zurück. Neuer Part, neues Glück. Ja, ich habe den Vorspann mal rausgelassen. Ja, wir sind in irgendeinem komischen Tier. Wir halten sie momentan für Ziele. Auch eine Art, wohltätige Arbeit zu tun. Die Trucks verlassen jetzt die Docks. Wisst ihr, was wir haben? Den Geheiminformationen zufolge kommt die Lieferung von wichtigen Zielen aus Übersee. Achtung, einer der Trucks ist noch an den Docks. Warum versenken wir das verdammte Ding nicht mit einem Spectre im Fluss? Zu wichtig, Bravo. Ich kann nichts machen. Vultures Vögel geben vorerst Deckung aus der Luft. Bringen wir die Sache einfach hinter uns. Wir haben Wärmesignaturen in den Lagerhäusern. Okay. Sie müssen diese Gebäude sichern, bevor sie an den Truck gehen. Mein Team übernimmt Lagerhaus 1, Bravo 9 das andere. Ah, guck, da sind wir. Ich bin Mr. Bird. Die Mission kann beginnen. Ja, ich nehme hier meine Lieblings. Wir suchen, du räumst auf. Feuerfreigabe. Kasse gesichert. Vorwärts. Da sind noch zwei drin. Dann leg sie schlafen. So. Bravo 9, zwei hinter der Tür. Verstanden. Mal hier, ja, wir rüsten direkt mal hier. Rüsten direkt mal auf. Ja. Ja, gib mir. Gasse gesichert. Ja, weg. Tibi Tobi, so. Nehmen wir doch mal hier unser eigentliches Arbeitsgerät. Okay, los. Knick. Ja, warum? Kontakt? Oder was? Ja, ich geh doch vor. Da sind noch welche hinter der Ecke. Raum sicher, Bewegung. Hallo? Hakt aber ziemlich das Bild, wa? Ups. Bravo 6, hier ist Sierra 1. Zwei Feinde im obersten Geschoss des Gebäudes. Ich schieße zwei Gaude alle. Außenbereich ist sicher. Okay, auf geht's. Wow, Chikawawa, Chikawawa. Oh, oh, da war mein Freund. Ups, entschuldige bitte. Oh nein, Granate! Mann, das gibt mir jetzt auch... Ja, ja, der knüpft hier ein bisschen reinholzen. Ja. Wo kommen wir hier lang? Ja. Hui! Ja, Gott. Okay, Randbereich sichern. Hä? So, nehmen wir nochmal. Au, ihr stresst mich alle, und zwar übel. Der Laster ist leer. Was ist mit den anderen? Bravo 6, Vorsicht. Feinde auf dem Weg, falsche Truhe eliminiert. Okay. Irgendwo müsste doch hier noch so eine Hackpeter-Nase sein. Ah, für 7 nehmen wir oder nicht? Yep. Oh, wo geht's hier denn jetzt? Hat hier noch was übersehen? Nee, ne? Oh. Ja, das gefällt mir besser. Wow. Guckst du, um die Ecke liegt ja erstmal eine Granate in der Ecke. Yep.
Hallo? Aha, das wollte ich. Alter, mit dem Ziel, ne? Da muss ich wirklich noch mal lernen. Yep. Und aufs Hackebild, aber jetzt Kacke später. Verstanden. Ja. Die nächsten Haltestellen überprüfen. Ja. Ja, beruhigt euch alle mal. Ja, ihr seid auch noch nicht da. Hallo, ihr stresst hier hart rum, ne? Seid selber nicht da. Immer wieder typisch, ne? Au! Ei! Wow. Wir haben uns so ein bisschen überschlagen gerade. Ungünstig. Okay. Aber ich scheine, wie üblich, noch zu leben. Mein Gott, ich bin ja hier ansatzweise unsterblich oder was? Ja. Okay. Bravo 6, so halb unsterblich. Kommen. Bravo 6, bitte kommen. Okay, ich lebe. Nun mal. Bravo ja. 6. Ich sehe zwar nichts. Ich bin extrem langsam am Laufen, habe scheinbar keine gescheite Flinte mehr. Vorsicht, Bravo 6. Die Trucks sind in ihre Richtung unterwegs. Ab nach oben und treffen Sie sich mit Bravo 2. Gut. Jetzt. Ja, ich will. Okay. Ich habe das und ich habe das. Verstanden, Bravo 6. Teams sind unterwegs. Ankunft in etwa 10 Minuten. Ups.
das Ding erstmal ab. Du kannst damit ja doch nicht um. So. Was brennt hier wohl der Helm? So. Hallo? Lebst du noch? Lässt du vielleicht noch eine Waffe fallen? Schade. Ach, ist nicht wahr. Mein Gott, ey. Stehst du noch mal auf? Gibst du mir noch deine Waffe? Das ist ja langweilig. Nachgeladen ist. Oh nein, da liegt irgendwie eine Granate rum. Hallo? Du bist ein Freund, ne? Ich brauche mehr Munition für meine geile Fox 7. In diesem Moment ein Bravo 6. Gut, so wie es aussieht. Ja. Alle Teams, Achtung, der Truck kommt auf euch zu. Das sieht scheiße aus. Ganz ehrlich. Oh, ein Volvo? Polizeieimer. Hallo? Hallo, Herr, lieber Polizeieimer. Hui. Alter. Damit hätte ich nicht gedenkt. Ja, der kommt sowieso erst, wenn ich da bin. Da ist der Truck. Okay. Okay. Was geht jetzt? Der Davids Familienurlaub? Was? Okay. Kann Zoom? Oh. Idylle. Ich glaube nicht, dass diese Idylle lange so bleibt. Da ist Big Ben. Ich filme meine kleine Tochter. Moment. Und der Typ sieht irgendwie auch nicht so aus. Was? Ich meine, das kommt man sich natürlich schon denken, aber... Alter. Das muss er auch erstmal klar kriegen, wa? Puh. Okay, das war's und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!